Mein Name ist Kai Ulrich. Ich bin Kommunikationsberater und Marketingtrainer. Ich unterstütze Sie bei der Beantwortung der Frage, die sich oft stellt: Was mache ich, wenn ich gründe und keiner merkt? Genau das ist der Grund, warum ich Startklar gegründet habe vor 15 Jahren. Top oder Flop in 30 Sekunden, das ist eine harte Ansage. Sie haben immer weniger Zeit, Ihr Thema an den Mann und an die Frau zu bringen. Das sehen wir an ganz vielen unterschiedlichen Präsentationsformaten, die sich immer stärker verkürzen. Der beste Präsentator dieser sehr individuellen Idee sind Sie als Person. Sie sind immer in der Pflicht, nicht zu langweilen. Es geht nicht nur darum, was Sie sagen, sondern es geht auch darum, wie Sie es sagen, wie Sie es verpacken. 30% aller Pitches sind so totlangweilig, dass die Leute aussteigen. Gibt es wieder andere 30%, sind die Pitches so übertrieben. Was es also braucht, ist sowas wie eine Wohlspannung. 1990 kam ein Redner auf die Bühne und begann seinen Vortrag: Die Hauptübertragungsursache für Malaria in der Welt sind Moskitos. Macht er ein Töpfchen auf, öffnet den Deckel und sagte: Und damit es nicht nur die armen Menschen trifft, habe ich Ihnen hier einige mitgebracht. Spannungsaufbau, Spannungsauflösung. Spannend genug, dass Sie bei mir bleiben in den 20 Sekunden, die Sie mir geben, bevor Sie mich unterbrechen oder zur Bar gehen, um ein neues Getränk zu holen. Ich brauche irgendeine Metapher, irgendein kleines Beispiel, womit klar wird, worum es bei mir geht. Geben einen Haufen Geld für Werbung aus. Ich weiß, die Hälfte davon ist zum Fenster rausgeschmissen. Ich weiß ja nicht, welche Hälfte. Ja, wunderbarer Einstieg, um zu sagen, mit strategischer Planung können wir das besser machen. Und Anker setzen heißt natürlich auch emotional sein, mit einer Leidenschaft über das sprechen, was Sie da vertreiben, was Sie anbieten. Und das geht Ihnen als Einzelunternehmerin noch mehr so. Die wollen was von Ihnen persönlich wissen. Geben Sie was preis. Seien Sie persönlich. Werden Sie offen. Lassen Sie was durchblicken. Also vom Mehr zum Besser. Vielen Dank.